Ja, willkommen zur zweiten Folge des Lagerlottos. Wir sind wie immer an einem geheim gehaltenen Ort im tiefsten Niederbayern, nicht allzu weit weg vom Compoteum in Vilshofen, im Lager des Compoteum. Hier gibt's so die eine oder andere Kiste mit mehr oder weniger interessanten Elektroschrott. Und wir werden uns heute mal dran machen, wieder eine aufzumachen. Dazu haben wir frisch aus Nürnberg den Klaus Loi. Servus Klaus, so eine Corona. Dafür ist das Ding da. So war das gemeint, nicht Ellbogen. Ellbogen tut man sich ja bloß weh. Ja, wie läuft Lagerlotto? Unser vereidigter Sachverständiger Nummernzieher, der zieht eine Nummer, die der Reihe, dem Platz und der Ebene einer Kiste entspricht. Mhm. Und die werden wir dann aufmachen. Schauen wir mal. Achso, du wolltest der Leberkessel. Das ist ja optimal für mich. Ich habe jetzt gerade sowieso einen Hunger. Ja, dann ist gut. Ne? Ja, weil in Nürnberg gibt es keinen gescheiten Leberkäse. Da muss man nach Niederbayern. Das ist gut. Gell? Sag ich auch. Was machen wir jetzt? Dann nehmen wir einfach den Sachverständigen in dieser Tasche. Unser geliebter, das heißt Josefs geliebter Casio FX602P mit REM-Erweiterung. Und den lassen wir jetzt mal laufen. Unser vereidigter Sachverständiger meint, dass das Lagerlotto diesmal Reihe 5, Position 5, Ebene 1 trifft. Ui, das ist gleich vorne an. 1, 2, 3, 4, 5. Position 5 sind die Stirnseiten. Ebene 1. Das ist die Kiste Nummer 78. 78, das müsste ja Schreibmaschine sein. BTX-Schreibmaschine. Wow, BTX-Schreibmaschine. Schauen wir mal. Oh ja, lauter BTX, was haben wir da jetzt? Ach Gott, eine Raffi Editor Tastatur Decoder. Steht nur drauf, 5 Mark habe ich das wahrscheinlich auf dem Flohmarkt mal gekauft. Das ist ein kompletter BTX Decoder, Anschluss fürs Modem, kann auf Kassettenrekorder speichern, hat einen Druckeranschluss und hat einen RGB-Ausgang sogar. Ah, was ist das dann? Oh ja, oh ja, oh ui, 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 das wird schön, das wird schön. Siemens T3100 mit den wunderschönen Siemens-Tastaturen. Fehlt eigentlich hier nur noch der Funktionsblock. Das waren mit die besten Tastaturen, die es je gegeben hat. Unzerstörbar, extrem flach für die frühen 80er. Und einfach gut und groß. Viele Tasten ist viel gut. Das hier ist der zugehörige Decoder. Der heißt dann 3310. Muss man sich also eher... Nimmst du mal das bitte weg? Ja. So vorstellen. Schön flach und da drauf auf Nasennähentfernung ein flimmernder Monitor. Ah, da ist das nächste Gerät. Das ist das Monitorkabel dazu. Das ist dann das passende Bildschirmtext-Terminal. Das ist die kleine Tastatur. Hier ist die Tastatur dazu. Bisschen verstaubt. Multicom S1, glaube ich, hieß das. Da hat man dann alles in einem BTX-Terminal. Farbschirm. Richtig schön, richtig wenig verkauft. Eigentlich schade. Ja, was haben wir denn dann noch? Oh ja, das hier. Ein Siemens Drucker für das Gegenstück dazu von Siemens. Das war das Beetel, so mit Telefonhörer obendrauf. Absolut cool.
Dazu gab es diesen Drucker. Das Nette an dem Drucker ist jetzt, es ist ein Thermodrucker, schwarz-weiß. Wenn man sich das aber anschaut, der hat keinen Eingang für Drucker, sondern der kriegt ein Videokabel. Da ist nämlich ein Videodigitizer drin. Der kriegt wirklich das Fernsehbild und tut das Fernsehbild Zeile für Zeile digitalisieren und ausdrucken. Damit kann man also im Prinzip jedes Standbild eines Fernsehers auch ausdrucken. Bewegtbild ist ein bisschen schlecht, weil die Zeilen sich ja bewegen. Oh, nimmst du das mal alles zur Seite? Das da. Das große Problem bei so einem Lagerlotto ist, wir kriegen das Zeug nie wieder in die Kiste. Ups, ah, jetzt habe ich es von der Halterung genommen. So, musst du unten angreifen. Dankeschön. So, das da ist ein ganz normales Weiß-Terminal. Das ist, glaube ich, kompatibel zum DEC 320. Nehmen wir es raus? Oh ja, das tun wir einfach raus. Oh, weißt du, was wir jetzt noch machen? Dann nimm es erstmal raus. Wir nutzen die Luxusfunktion der Kisten. Ah ja. Ja, man kann nämlich den Vorderteil der Kiste abbauen. Schön übereinander. Na, wenn man Brechstange hat. Wenn man Brechstange hat. So, Schnitt machen. Ja. Geht das so schwer auf? Jetzt machen wir die Luxusfunktion raus. Oh. So, jetzt da und andere Seite bitte. So, und weil wir haben ja hier den Panoramablick auf die Kiste. So, da muss man gleich dran denken. Und was man jetzt hier schön gleich rechts sieht, ist die Editierstation von Löwe. Erinnere ich mich noch dran, damals, als BTX noch eine Sache war, waren wir mal fast eine ganze Nacht dran gesessen bei einem Freund, der das Gerät hatte, um die Grafikseite für die BHP-BTX-Seiten zu machen. BHP war die Bayerische Hackerpost. Und wir haben Pixel für Pixel für Pixel eine Grafik gebastelt, die Pixel für Pixel hexmäßig eingegeben wurde, nur um dann zum Schluss zu merken, dass der Grafikspeicher überhaupt nicht reicht für so viel frei definierbare Zeichen. Das war dann irgendwo in der Früh um 6. Jetzt sind wir zum Glück auf die Idee gekommen, wir machen einfach eine Mauer über die untere Hälfte. Das hier ist wiederum ein weiteres Terminal, ein Laserdrucker. Da hinten, das ist vielleicht was für unsere Commodore-Fans, ein PC40, 286er. Das da ist ein Ganzseitenmonitor für den Apple II. Was ist das hier? Oh, das ist ja schön. Ein Grundig PTC100. Ebenfalls ein BDX-Terminal und meines Wissens verwandt mit dem Muppet. Sicher bin ich da aber nicht. Und das ist nämlich das, was wir dann hier drüben... Oh, das kriege ich nicht raus. Das kriege ich nicht raus. Das ist zu weit drin. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Noch eine Rafi-Decoder-Tastatur. Ach, das ist noch was Hübsches. Das hier. Ist ja nicht so, dass nur wir sowas hatten. Das hier ist jetzt das Gegenstück. Wie kriegt man es wieder auf? So rum. So. Das ist das Gegenstück aus Italien. Im Prinzip ein französisches Minitel. So, was ist da hinten noch? Nochmal eine Siemens Editierstation, diesmal die ganz große. Nein, das ist ein Beetle. Ha, das ist ein Beetle. Ah, das hole ich jetzt nicht mehr raus, weil sonst kriegen wir den Rest wirklich nie wieder rein. Ah, italienische Stecker. Ja, diese hässlichen Stecker, mit dem du kannst noch einen draufstecken. Also die haben es schon eingebaut, dass man eine völlig unsichere Steckerkonstruktion machen kann. Also muss man nicht erst sich was einfallen für unsichere Steckverbindungen, sondern das ist von Haus aus dabei. So, was haben wir sonst noch? Kann ich jetzt nicht erkennen.
Das ist noch eine Decoder-Tastatur. Oh, da ist was sehr Schönes. Das kommt irgendwann einmal ins Compoteum in die Ausstellung. Ein Beetle mit einem gläsernen Gehäuse. Das war eine Sonderserie. Oh, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Anlass. Sind aber nur ein paar hundert gemacht worden. Ja, auch BTX hatte Sonderserien und Spezialfälle und was weiß ich was alles. Also packen wir es wieder ein. Beziehungsweise fürs Einpacken ist ja die Assistenz zuständig. Ja, ja. Wir begeben uns nach vorne. Ab! Und schauen mal, wie es weitergeht. Alles wieder drin, Hans. Gut. So, das war jetzt die Kiste Nummer 78, glaube ich. 78 mit lauter BTX-Sachen, einem Commodore-Computer, einem Weiß-Terminal, einem, weiß ich gar nicht, Terminal. Und ein italienisches und verschiedenes. Und italienische BTX und durchsichtiges Beetle. Also praktischer Kommunikationskiste. Klaus, ich danke dir recht herzlich fürs Vorbeikommen. Bitte, bitte. Und wir sehen uns. So machen wir es. Pfiat euch. Fertig.